Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Nerd für Medizin. Hallo lieber Klaus. Hallo Martin. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Klaus, ihr kennt ihn und wer ihn nicht kennt, dem seien die anderen Videos empfohlen zum Thema ST-Hebungsinfarkt und EKG. Da gibt es schon einiges. Ein ganz netter Kollege, bei dem ich ganz viel gelernt habe und auch heute wieder lernen darf. Ausgezeichnet. Und zwar gehen wir gleich ein ziemlich scary Thema an. Mhm. Die Breitkomplex-Tachykardien. Ja, super. Also das ist ja was, wo jeder von uns, ne, die Augen groß aufmacht, wenn man sieht, da piepst es schnell am Monitor und man sieht die vielen breiten Zacken. Mhm. Aber fangen wir mal ganz kurz nochmal an, bevor ich dein Wissen anzapfe. Das, was ich weiß, sind so die Basisalgorithmen. Mhm. Basisalgorithmen, ERC sagt, man teilt ein zwischen breit regelmäßig, breit unregelmäßig, schmal regelmäßig, schmal unregelmäßig. Mhm. Jetzt geht es um breit und regelmäßig. Hm. Erste Quizfrage, was bedeutet eigentlich breit? Hm. Breit heißt, wenn man mit 25 mm ableitet das EKG, also 25 mm pro Sekunde, dann mindestens 3 mm Kästchen, 1 mm Kästchen 40 Millisekunden, also mindestens 120 Millisekunden QRS-Dauer. Okay, wir haben eine Breitkomplex-Tachykardie, wir sehen also, der QRS ist über 120 oder mindestens 120 und es ist ziemlich zackig. Hm. Was fällt dir da so ein als mögliche Diagnosen? Was kann der Patient haben? Ergänzend möchte ich noch sagen, dass wir gucken müssen, manchmal schaut es nur in einer Ableitung schmal aus und wir müssen uns wirklich im 12-Kanal-EKG alle Ableitungen anschauen, um nicht eine Breitkammerkomplex-Tachykardie zu übersehen. Okay. Aber wenn wir sagen Breitkammerkomplex-Tachykardie und da sticht quasi die breiteste Ableitung, okay, dann ist es so 75-80% eine ventrikuläre Tachykardie. Okay, und das ist auch das, wovor wir ein bisschen Angst haben, ne? Das ist das, vor dem wir Angst haben, weil die Patienten haben meist eine schwere Herzerkrankung und haben das Potenzial, dass sie entweder spontan oder wenn unsere Therapie vielleicht nicht ganz adäquat ist, sich verschlechtern können, hämodynamisch noch schlechter werden, gegebenenfalls vielleicht sogar einen Schock, Schrägstrich, Stillstand entwickeln. Okay, dann wird es wieder einfach, weil dann müssen wir dann wieder... Dann wissen wir wieder, was zu tun ist. Okay, aber vielleicht können wir das ja vermeiden. Ja. Was ist jetzt mit den Patienten, die keine VT haben, aber auch eine Breitkomplex-Tachykardie? Was gibt es da für Diagnosen? Also das Häufigste ist, dass es eine supraventrikuläre Tachykardie ist, okay, also oberhalb des Hischen Bündels. Also zum Beispiel ja, Vorhofflattern oder eine Reentry-Tachykardie oder eine ektope-atriale Tachykardie. Und das alles bei entweder vorbestehendem Schenkelblock, deshalb eben breite QRS-Komplexe, oder durch die hohe Frequenz kommt es zu so einer Art funktionellen Block, das nennt man dann aberrante Überleitung. Okay. Das heißt, der Patient wird schnell und dann werden die QRS-Komplexe auch breiter, weil das Reizleitungssystem damit überfordert ist. Der Ermüdungsblock. Sozusagen. Okay. Jetzt fangen wir mal ganz konkret an mit dem Fall, oder? Hm? Nennen wir es mal, ein 50-jähriger Patient kommt rein in die Notaufnahme, ich habe leider Dienst und dem geht es nicht so richtig gut. Der Notarzt sagt, der ist ziemlich schnell, aber viel mehr kann er mir jetzt auch nicht sagen. Der Patient ist jetzt nicht ultra krank, hat jetzt keinen 40er-Druck, keinen 60er-Druck, aber liegt jetzt auch nicht entspannt da und erzählt mir vom Sonnenschein. Der hat also was. Hm. Wir kleben ein EKG, Monitor-EKG und der hat eine Breitkomplex-Tachykardie. An was denkst du dann? Wie gehst du dann weiter vor? Was sind so deine Konzepte? Also 12-Kanal haben wir geschrieben. Okay, also wir schreiben 12-Kanal. Wir schreiben als erstes, wenn er stabil ist, ein 12-Kanal EKG, okay, weil es gibt ja spezielle Algorithmen, wo man sich dann, zumindest wenn man mehr Zeit hat, mal näher damit auseinandersetzen kann. Vor allem für die weiterbehandelnden Elektrophysiologen, Kardiologen ist es wichtig, um dann eben doch festzustellen, war das wahrscheinlich eine ventrikuläre oder eine supraventrikuläre Tachykardie. Da gibt es diese Kriterien, das sind Algorithmen nach Brugada oder Weretzky. Die sind kompliziert und es ist schwierig, sich in der Akutsituation wirklich an die Einzelheiten zu erinnern und alle Handlungsanweisungen, die dann in so einer doch stressigen Situation darauf rauslaufen, dass man mit dem EKG-Lineal irgendwelche Zeiten ausmessen soll, das ist in der Praxis nicht umsetzbar. Daher würde ich die eher hinten anstellen. Und der erste Schritt ist, dass wir uns die klinische Wahrscheinlichkeit des Patienten, dass er eine VT hat, anschauen. Und da kommen die Schlüsselfragen. Wir fragen den Patienten, hat er einen Herzinfarkt gehabt? Okay.
oder hat er eine Herzinsuffizienz, eine strukturelle Herzerkrankung, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er eine VT hat, schon auf über 90%. Okay, das, und wenn er jetzt gerade nicht so viel mit uns redet, aber noch so stabil ist, dass wir ihn jetzt nicht reanimieren müssen, da können wir auch auf den Medikamentenplan schauen, der hoffentlich mit dabei ist. Mhm. Wenn wir auch da sehen, das sind 100.000 Herz, Insuffizienzmedikamente, irgendwas, was auf einen Zustand nach Herzinfarkt hindeutet, mhm, das gibt uns auch irgendwie einen Hinweis. Genau. Aber das heißt, mit einer einzigen Frage sind wir schon fast genauer als diese ganzen Algorithmen, so oder? Ist es. Ach ja. So ist es. Das ist jetzt auch schön. Das finde ich gut. Genau. Dann mag ich das EKG ja doch, wie du weißt. Und deshalb, auch wenn die Algorithmen zu komplex sind, gibt es so ein paar einfache Hinweise, die ich jetzt gerne darstellen würde, die einem dann doch einen weiteren starken Hinweis geben, dass es eine ventrikuläre Tachykardie ist. Ich bin gespannt. Also die erste Grundregel, man schaut sich das an und es schaut hässlich aus. Okay. Das merke ich mir. Je hässlicher, je breiter, desto wahrscheinlicher ist die VT. Ja? Die nächste Grundregel ist, dass wir uns die Ableitung AVR anschauen. Ah, die man eigentlich ja nie anschaut. Die wir haben wir aber jetzt schon gelernt, auch bei der Ischämie gar nicht so schlecht sein kann. Hebung in AVR mit ausgeprägten Senkungen, vor allem lateral, dann doch als Zeichen einer Innenschicht-Ischämie, zum Beispiel bei drei Gefäßerkrankungen oder Hauptstammstenose, nicht Verschluss. Und AVR gibt uns auch bei den VTs einen Hinweis, nämlich wenn in AVR eine initiale positive Erzacke da ist. Okay. Was heißt es? Hier ist AVR. Das heißt, die Erregung geht von der Herzspitze nach oben. Okay. Und das spricht für eine ventrikuläre Tachykardie. Wichtig, die initiale Erzacke muss positiv sein. Es gibt auch einen Sonderfall, dass die terminale Erzacke, also es geht erst zum Beispiel nach unten, ist eine Q-Erzacke. Und also am Ende vom QRS-Komplex ist eine positive Erzacke. Und das hat man zum Beispiel bei der Trizyklika-Intoxikation. Okay. Das ist eines der Kriterien dafür. Also positives R. Positives initiales R. Initiales R, sehr gut. Dann nächstes Kriterium wäre, dass wir nach einer AV-Dissoziation suchen. Das bedeutet? AV-Dissoziation heißt, dass P-Wellen und QRS-Komplexe voneinander unabhängig dissoziiert sind. Im Regelfall wird es heißen, dass wir mehr QRS-Komplexe als P-Wellen haben. Das heißt, aber ich muss dir ehrlich sagen, Klaus, wenn ich jetzt mal so ein 12-Kanal-EKG sehe oder auch von einer VT, da finde ich nicht so viel P-Wellen. Ja, auch das ist leider ein Kriterium, wo man nicht irgendwie bei über 50% der Patienten findet, sondern je schneller die Tachykardie ist, umso schwieriger ist es, die P-Wellen dann rauszufischen, auch wenn man sich gezielt Ableitung 2 anschaut und V1-2, wo man die P-Wellen eben besonders gut sieht. Was da helfen kann, sind die Lewis-Ableitungen. Lewis-Ableitungen. Haben wir ja schon mal bei anderen Krankheitsbildern gesagt, dass die uns helfen, Vorhofaktivität zu finden. Spezielle Vorhofableitungen, und die können uns also auch zum Nachweis der AV-Dissoziation helfen. Aber es gibt noch andere Kriterien. Ich wollte gerade sagen, ich positive und negative Konkordanz. Okay. Da schauen wir uns die Brustwandableitung an und schauen, ob quasi alle Zacken entweder nach oben gehen, positive Konkordanz, oder alle Zacken gehen nach unten, negative Konkordanz. Auch das einfach zu merken. Einfach zu sehen mit einem Blick und starker Hinweis für VT. Aber du bist noch nicht fertig. Ich bin immer noch nicht fertig. Es gibt noch einen kleinen Tipp, der auch ganz schnell ist, dass wir uns die Ableitung V6 anschauen. Und wenn in V6 eine Q-Zacke da ist, dann ist es immer eine VT. Ich finde, das sind schon mal einige gute Tipps. Und sogar, ich glaube mir, dass ich mir das meiste merken kann. Wir werden diese ganzen Algorithmen und auch noch ein paar kleine Details einfach in die Shownotes packen, dass da noch mal ordentlich was drinsteht. Okay, jetzt haben wir ja gesagt, viele Sachen, die auf eine VT hinweisen. Die Therapie und so weiter, ich würde sagen, die besprechen wir nochmal in einem Extra-Video. Was machst du jetzt, wenn der Patient super instabil ist? Du hast vorher gesagt, wir machen das 12-Kanal-EKG, wenn er stabil ist, aber was ist, wenn der jetzt wirklich schlecht ist? Wenn du dir denkst, boah, der schmiert gleich ab, wer weiß, vielleicht kann ich da jetzt einfach kein 12-Kanal mehr schreiben. Was? Instabil heißt Strom. Bei jeder Tachykardie,
außer einer Sinustachykardie, da hilft es nicht. Die instabil ist, ist eine Kardioversion indiziert. Mhm. Und hatte ich vor kurzem auch im Notarztdienst, war ein extrem instabiler Patient, 220er Frequenz, breite Kammerkomplexe, wollte eigentlich ein EKG schreiben, aber habe dann gesagt, nee, die Zeit haben wir nicht, sonst müssen wir ihn reanimieren. Mhm. Minimalsedierung und Kardioversion. Und? Ja, danach ROSC. Ja. Also vorher immer rumgetastet, hat er jetzt einen Puls oder nicht. Danach eindeutiger Karotispuls. Okay, das ist doch schön. Also, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Bei den Breitkomplex, also bei den rhythmischen Breitkomplex-Tachykardien, geht es uns darum herauszufinden, ist es eine bedrohliche ventrikuläre Tachykardie oder kann es auch was anderes sein? Die meisten Sachen sind VTs. Hm. Wenn wir uns nicht ganz sicher sind, gehen wir aus, es ist eine VT. Ja. Wenn der instabil ist, gehen wir davon aus, es ist eine VT. Und wenn es so zwischendrin ist, gibt es einige relativ einfache Kriterien, die wir so auf dem schnellen Blick durchgehen können. Dazu braucht man 12-Kanal-EKG, um rauszufinden, ist es eine VT. Hm. Wenn er super instabil ist, Strom. Ja. Und was man sonst noch machen kann bei den VTs und was für Sonderfälle es noch gibt, das besprechen wir jetzt dann in Kürze, würde ich sagen. Okay. Ich bin mal gespannt, erzählt mir eure Storys. Es gibt ja immer wieder so die Geschichten, wo dann jemand mit einer laufenden VT entspannt in die Notaufnahme reinkommt und gibt's so über Schulterschmerz klagt, ne, und den Unfallchirurgen gern sehen möchte. Und vieles andere. Schreibt uns gern. Schreibt uns gerne nochmal eure Erfahrungen, auch in der Differentialdiagnostik von der VT. Und ja, wir sehen uns in Kürze beim nächsten Video. Klaus, vielen Dank schon mal. Gerne, ein Vergnügen. Und bis bald bei Nerdfallmedizin. Ciao. Ciao.